So, in diesem Beispiel schauen wir uns ein bisschen längeres Beispiel an, wo wir die Ist- und die Normal-Selbstkosten vergleichen werden. Und wie Sie sehen, braucht man da relativ viele Schritte. Das Beispiel lautet wie folgt: Wir haben einen Betrieb, der in der Elektrogerätefertigung angesiedelt ist, und dieser gliedert sich in die folgenden Kostenstellen. Wir haben einmal Materialbereich, das ist die 10. Dann der Fertigungsbereich 20 ist unterteilt in drei verschiedene Kostenstellen, also drei Unterabteilungen im Fertigungsbereich oder drei Punkte in der Wertschöpfungskette. Dann haben wir 30 ist der Verwaltungsbereich und 40 der Vertriebsbereich. So, und aus der Betriebsdatenerfassung ergeben sich für die einzelnen Kostenarten in den verschiedenen Kostenstellen die nachstehenden Beträge für einen Abrechnungszeitraum. Wir haben erstens mal Materialverbrauch. Mithilfe von Materialentnahmescheinen gemessen. In der letzten Periode wurden Rohstoffe im Wert von 100.000 Euro aus dem Lager genommen. Zweitens haben wir im Fertigungsbereich sind laut Lohnliste folgende Fertigungslöhne angefallen und dann sind die einzelnen Kostenstellen aufgelistet und das gleiche für die Hilfslöhne. Drittens, die Gehaltsabrechnung weist eine Gehaltssumme von 120.000 Euro brutto aus und die Aufteilung erfolgt nach den Gehaltslisten auf die Kostenstellen wie folgt. Prozent. Und dann viertens, die Personalnebenkosten belaufen sich auf 60% aller Löhne und Gehälter. Fünfte Angabe ist, im Fertigungsbereich wurden Betriebsstoffe benötigt, deren Verbrauch ebenfalls mit Materialentnahmescheinen gemessen wurde. Und die Auflistung der bewerteten Entnahmen ergab folgende Zahlen für die einzelnen Kostenstellen. Sechstens, die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen ergeben sich auf Basis der Anlagenkartei in Höhe von diesen Beträgen hier auf die einzelnen Kostenstellen. Keine Angst, ich werde das dann gleich bei der Berechnung jeweils noch einblenden. Ne? Das müssen Sie sich jetzt alles merken. Siebtens, die Aufteilung der Stromkosten in Höhe von 30.000 Euro erfolgt nach den in den einzelnen Kostenstellen verbrauchten Kilowattstunden. Das ist hier aufgelistet. Und die sonstigen Kosten verteilen sich wie folgt. Dann ist da wieder eine Auflistung. So, letzten Angaben hier. In der vergangenen Periode lag eine Bestandsminderung an fertigen Erzeugnissen im Wert von 100.000 Euro vor und eine Bestandsmehrung an unfertigen Erzeugnissen im Wert von 60.000 Euro. Dann haben wir hier als letzte Angabe die Normal-Gemeinkosten-Zuschlagssätze betragen 30% für den Materialbereich, 250% für die Fertigungskostenstelle 21, 180% für die Fertigungskostenstelle 22, 240% für die Fertigungskostenstelle 23. 15% für den Verwaltungsbereich sowie 8% für den Vertriebsbereich. Und die Aufgabenstellung der Übersicht halber ist dann untergliedert in verschiedenen Teilaufgaben. RA ist, füllen Sie den nachstehenden Betriebsabrechnungsbogen aus, das ist das hier. B, bestimmen Sie die Ist-Gemeinkostenzuschlagssätze. C, ermitteln Sie die verrechneten Normalgemeinkosten. D, bestimmen Sie die Kostenüber- und Unterdeckungen in den einzelnen Kostenstellen. Und E, errechnen Sie die Ist-Selbstkosten und die Normal-Selbstkosten der Periode. Das ist ja quasi das, wo wir am Ende hinwollen und was dann unser Ist- und Normalkostenvergleich ist. Fangen wir einfach von vorne an. Der leere Betriebsabrechnungsbogen sieht so aus. Wir haben also hier die Kostenarten aufgelistet und hier in den Spalten haben wir die Kostenstellen. Hier ist noch eine extra Spalte für die Summe, eine extra Zeile für die Summe jeweils. Und hier unten sind dann die extra Zeilen für die Verrechnungen der Gemeinkosten. Fangen wir einfach an mit der 1. Die erste Angabe war, dass der Materialverbrauch wird mit Hilfe von Materialentnahmescheinen gemessen. In der letzten Periode wurden Rohstoffe im Wert von 100.000 Euro aus dem Lager genommen. Diesen Wert von 100.000 Euro ne übernehmen wir in der Spalte Material als Ist-Basis, nämlich hier. Okay? Ist-Basis, weil das sind die tatsächlich entstandenen Kosten und die übernehmen wir dann hier als Ist-Basis. Und zwar, genau, sind das dann, das ist ja Materialverbrauch dieser Kostenstelle, also sind das Einzelkosten und in dieser Zeile werden wir nur Einzelkosten haben. Die nächste Angabe war, zweitens, im Fertigungsbereich sind laut Lohnliste folgende Fertigungslöhne angefallen und dann haben wir auch noch Hilfslöhne angegeben. Und diese Fertigungslöhne und Hilfslöhne übertragen wir dann
Einmal haben wir die Fertigungslöhne hier. Das sind Einzelkosten für den Bereich Fertigung, weil es ja direkt mit der Kostenstelle zu tun hat und direkt zurechenbar ist. Dann haben wir noch Hilfslöhne. Da habe ich jetzt eine Animation anscheinend vergessen. Das sind die 9000 hier. Die Hilfslöhne, die tragen wir hier oben ein. Und das war das. Wichtige Unterscheidung. Die Fertigungslöhne haben wir hier unten als Einzelkosten aufgeschrieben. Und die Hilfslöhne hier oben. So, die nächste Angabe war: drittens, die Gehaltsabrechnung weist eine Gehaltssumme von 120.000 Euro brutto aus. Das können wir schon mal hier aufführen als die komplette Gehaltssumme über die ganzen Kostenstellen hinweg. Und die Aufteilung erfolgt dann nach den Gehaltslisten, jeweils nach Prozent. Und wenn wir dann eben diese Prozentzahlen aufschlüsseln auf die einzelnen Kostenstellen, haben wir 9.600 für Material, 2.400, 9.600 und 24.000 für die Fertigungskostenstellen. Für die Verwaltung haben wir dann 48.000 und für Vertrieb 26.400. Und das sind dann jeweils die Prozentzahlen mal die 120.000. Die nächste Angabe war: viertens, die Personalnebenkosten belaufen sich auf 60% aller Löhne und Gehälter. Das heißt, wir rechnen in jeder Spalte, also für jede Kostenstelle, die Hilfslöhne und Gehälter zusammen. Und 60% davon sind dann die Personalnebenkosten. Für die Kostenstelle Material, das hier hatten wir ja schon, für die Kostenstelle Material ist die Summe von Hilfslöhnen und Gehältern dann eben 18.600. Und 60% davon sind dann eben 11.160. Und genau das tragen wir dann bei den Personalnebenkosten ein. Und das machen wir jetzt für die anderen Spalten auch. Und dann können wir eben das Gleiche auch für die komplette Kostensumme ausrechnen, nämlich 60% von diesen beiden Beträgen zusammengenommen. Die nächste Angabe: fünftens, im Fertigungsbereich wurden Betriebsstoffe benötigt, deren Verbrauch ebenfalls mit Materialentnahmeschein gemessen wurde. Und die Auflistung der bewerteten Entnahmen ergab die folgenden Werte. Hier geht es also um die Kostenart Betriebsstoffe. Hier. Und wir tragen die Werte dann eben entsprechend bei den Kostenstellen ein. Und in der Summe macht das dann eben insgesamt 13.000 Euro an Kosten für Betriebsstoffen. Nächste Angabe: sechstens, die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen ergaben sich auf der Basis der Anlagenkartei in Höhe von diesen Beträgen. Es geht hier um die Kostenart kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen. Das tragen dann einfach eins zu eins da ein in die jeweiligen Spalten. Für Verwaltung 6.000 und Vertrieb auch 6.000. Und dann ergibt sich eine Kostensumme für die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen in Höhe von 50.600. Die siebte Angabe war die Aufteilung der Stromkosten, die insgesamt 30.000 Euro betrugen. Das haben wir schon mal hier als Summe eingetragen. Erfolgt nach den in den einzelnen Kostenstellen verbrauchten Kilowattstunden. Und die, also ja, wir zählen einfach alles zusammen und verteilen das eben dann relativ auf die einzelnen Kostenstellen. Also wir zählen quasi hier die ganzen Kilowattstunden zusammen, erhalten eine Gesamtsumme und machen dann 4.000 davon, 20.000 davon, um eine Prozentzahl zu erhalten. Und wenn wir das machen, erhalten wir die Eurobeträge eben von 1.200 für Material, 6.000, 9.000, 9.000 für Fertigung und 2.400 jeweils für Verwaltung und Vertrieb. Die nächste Angabe war: achtens, die sonstigen Kosten verteilen sich wie folgt. Das übertragen wir einfach 1 zu 1 bei den sonstigen Kosten. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Und dann haben wir hier mal alles schon aufgeschrieben, eingeblendet, was jetzt anhand der Angaben, was wir schon berechnen konnten. Sie sehen, da fehlt noch was. Daraus können wir jetzt die Kostensummen für die einzelnen Kostenstellen und für alle zusammen berechnen.
Also die einzelnen Summen der Spalten tragen wir dann hier in dieser fetten Zeile ein. Das sind dann eben, das ist die Summe der Gemeinkosten, die sich eben für diese Kostenstellen jeweils ergeben. Und insgesamt haben wir dann Gemeinkosten von 497.200. Und wie Sie vielleicht gemerkt haben, fehlen uns jetzt noch die Zuschlagsgrundlagen für Verwaltung und Betrieb. Zuschlagsgrundlagen, Sie erinnern sich, wenn man die Zuschlagssätze ausrechnet, teilt man ja immer Gemeinkosten oder bei Material und Fertigung teilen wir ja die Gemeinkosten durch die Einzelkosten. Und das heißt, also im Nenner sind die Einzelkosten, das ist die Zuschlagsgrundlage. Deswegen heißt das hier so. Aber bei Verwaltung und Vertrieb haben wir ja keine Einzelkosten und deswegen müssen wir da eben eine andere Zuschlagsgrundlage nehmen. Und da hatten wir ja gesagt, dass wir da als Zuschlagsgrundlage die Herstellkosten des Umsatzes benutzen, was nichts anderes ist als die Summe der Gemein- und Einzelkosten von Material und Fertigung. Also quasi diese Summe hier, das ist die Summe der Gemeinkosten, diese Summe ist die Summe der Einzelkosten, korrigiert um Bestandsminderungen und Mehrungen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie erinnern sich, wir hatten eine Bestandsminderung von 100.000, das rechnen wir drauf, und eine Bestandsmehrung von 60.000, das ziehen wir ab. Und wenn wir das alles gemacht haben, keine Angst, es wird auf der nächsten Folie noch eine detaillierte Rechnung geben, aber das jetzt erstmal so. Wenn wir das alles zusammenrechnen, erhalten wir 646.360 Euro als Zuschlagsgrundlage und das können wir dann eben auch hier übertragen. So, das ist die Zuschlagsgrundlage für die Kostenstellen Verwaltung und Betrieb, Vertrieb. Und jetzt aus diesen Angaben können wir, das gehört jetzt schon zu B, können wir die Ist-Gemeinkostenzuschlagssätze berechnen. Genau, also auf Basis der Ist-Kosten können wir jetzt schon hier die Zuschlagssätze berechnen. Einfach das Verhältnis der Gemeinkosten zu den Einzelkosten. Wenn wir das für Material machen, haben wir 34,83%. Bei der ersten Fertigungskostenstelle ergibt sich dann 256,73%. Dann haben wir hier 173,28%, 237,45%. Für Verwaltung teilen wir dann eben die Gemeinkosten durch die Herstellkosten des Umsatzes, ergibt 13,65%. Und für Vertrieb haben wir dann 8,14%. Jetzt ist irgendwie meine Animation kaputt gegangen. Blöd. Ja. Jetzt in der Zeile drunter haben wir die Normal-Gemeinkosten-Zuschlagssätze. Die waren ja in der Aufgabenstellung gegeben. Die können wir dann, daraus können wir die verrechneten Normalgemeinkosten berechnen. Dazu springe ich jetzt einfach mal auf die nächste Folie. Da haben wir die Angaben schon. So, also das hier oben ignorieren Sie mal. Und jetzt hier unten haben wir eben die Normal-Gemeinkosten-Zuschlagssätze. Das war in der Aufgabenstellung gegeben. Daraus können wir die verrechneten Normalgemeinkosten berechnen. Das heißt, wir hatten ja gesagt, Zuschlagssatz ist gleich Gemeinkosten durch Einzelkosten. Und wenn wir jetzt hier mit den Normalgemeinkosten arbeiten, heißt es ja, zum Beispiel hier für das erste Material haben wir dann 30% ist gleich 30%. 1000 Euro durch eben die Einzelkosten 100.000 Euro. Und diese 30.000 Euro, die haben uns gefehlt, das heißt, wir können dann umstellen und dann eben 30% mal 100.000 Euro haben eben diesen Betrag und dann 250% mal 20.000 Euro ergibt uns 50.000 Euro an Normalgemeinkosten für die erste Fertigungskostenstelle und so weiter und so weiter. Und was ist das jetzt? Das sind die Normalgemeinkosten, das sind die Gemeinkosten, die wir durchschnittlich erwarten würden. Auf Basis dieser Erfahrungswerte. Das sind durchschnittliche Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, um planen zu können. Und wenn wir dann eben vergleichen die Normalgemeinkosten mit den tatsächlichen Gemeinkosten, die wir hier oben haben, ergibt sich, also die Ist-Gemeinkosten, Normalgemeinkosten, ergibt sich dann eben
jeweils eine Überdeckung oder eine Unterdeckung. Und wie wir hier bei Material sehen können, haben wir eben die Situation, dass die tatsächlichen Gemeinkosten größer waren als die geplanten. Das heißt, wir haben eine Unterdeckung bei Material. Und bei Fertigung haben wir Überdeckung, Verwaltung Überdeckung, Vertrieb Unterdeckung und insgesamt ergibt sich dann eben, dass wir ein bisschen weniger Kosten hatten als geplant. Okay, also insgesamt haben wir eine leichte Überdeckung. So, jetzt radiere ich nochmal alles weg, damit wir hier ganz normal auf der Folie weitermachen können. Für die letzte Teilaufgabe sollten wir jetzt noch die Ist-Selbstkosten und die Normal-Selbstkosten berechnen. Hier sehen Sie, wie die Selbstkosten allgemein berechnet werden. Also hier dieses Schema, das sind eben die Selbstkosten allgemein. Und im Prinzip ist das nichts anderes als die Herstellkosten des Umsatzes, die wir ja schon mal ausgerechnet hatten, plus die Verwaltungsgemeinkosten, plus die Vertriebsgemeinkosten, macht insgesamt die Selbstkosten. Und die Selbstkosten sind quasi die Gesamtkosten, die sich jetzt hier in diesem Betrieb ergeben. Und üblicherweise würden wir das dann bezogen auf ein Produkt oder einen Kostenträger berechnen und dann hätten wir eben die Gesamtkosten in Bezug auf einen Kostenträger. Die Herstellkosten des Umsatzes hatten wir schon mal bestimmt. Zur Sicherheit gehen wir trotzdem jetzt nochmal die einzelnen Bestandteile durch. Erstmal auf die Ist-Kosten bezogen. So, an erster Stelle haben wir die Material-Einzelkosten. Das war das hier, also 100.000 Euro. Ich schreibe das ein bisschen näher dran. Dann die Materialgemeinkosten. Auf Ist-Basis war das ja dieser Betrag. Also 34.830. Das war ja die Summe der einzelnen der Materialkostenstelle zugewiesenen Kostenarten. Das gleiche machen wir für die Fertigungskostenstellen. Wir wollen ja die Fertigungseinzelkosten haben. Fertigungseinzelkosten ist das plus das plus das, macht 150.000 Euro. Dann die Fertigungsgemeinkosten ist die Summe aus diesen drei Beträgen, macht zusammen 321.530. Und das, diese vier Beträge zusammengenommen, sind schon mal die Herstellkosten der Fertigung. Die sogenannten Herstellkosten der Fertigung sind 606.360. Wenn wir da jetzt noch die Bestandsminderungen und Mehrungen reinrechnen, also die Bestandsminderungen draufrechnen, das waren 100.000 Euro laut Aufgabenstellung, und die Bestandsmehrungen abziehen, das war 60.000 Euro laut Aufgabenstellung, erhalten wir die Herstellkosten des Umsatzes. Wenn Sie sich recht erinnern, waren das ja diese 646.360. Steht ja auch hier als Zuschlagsgrundlage für die Verwaltungs- und Vertriebskostenstellen. Wenn wir da jetzt noch die Verwaltungsgemeinkosten von 88.200 und die Vertriebsgemeinkosten in Höhe von 52.640 zusammenrechnen, dazu rechnen, haben wir die sogenannten Ist-Selbstkosten, also die gesamten Kosten auf Ist-Basis, haben wir dann in der Summe einen Betrag von 787.200 Euro. Das gleiche können wir jetzt für die Normalkosten machen. Das machen wir jetzt mal. So, Material-Einzelkosten bleiben gleich, beziehen wir uns hier drauf, haben wir also 100.000 Euro. Dann Material-Gemeinkosten, nehmen wir jetzt nicht die Ist, sondern die Normalkosten, also die durchschnittlich erwarteten, sind 30.000 Euro. Bei der Fertigung, die Einzelkosten sind wieder diese Beträge, das waren 150.000. Für die Fertigungsgemeinkosten nehmen wir nicht die Istkosten, sondern wieder die Normalkosten, also das durchschnittlich Erwartete. Macht diese drei Beträge zusammen, sind 326.000 Euro. Macht zusammen die Normalherstellkosten der Fertigung, sind 606.000 Euro. Sie merken, es gibt jetzt schon einen Unterschied, weil wir ja
uns bei den Gemeinkosten nicht auf die Erstwerte, sondern auf die Normalwerte bezogen haben. Da rechnen wir jetzt wie gehabt die Bestandsminderungen drauf und die Bestandsmehrungen runter. Ergibt die Ist-Herstellkosten des Umsatzes. Moment, was habe ich da ausgerechnet? 646.000 Euro. Da rechnen wir die Verwaltungsgemeinkosten und die Vertriebsgemeinkosten drauf. Wiederum nicht die Ist-Werte, sondern die Normalwerte. Also 96.900 für Verwaltung und 51.680 für Vertrieb. Und dann haben wir insgesamt eben Normalselbstkosten in Höhe von 794.580. Und wenn Sie sich erinnern, Ist-Kosten waren 787.200. Sehen wir also, dass die Ist-Kosten, die tatsächlich entstandenen Kosten, die Gesamtkosten waren geringer als die geplanten. Und das ist eigentlich das, wo wir dann im Endeffekt hinaus wollten, mit dieser ganzen Rechnerei zu vergleichen, was denn die gesamten Ist-Kosten waren im Vergleich zu den gesamten erwarteten Kosten.